So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einen wunderschönen guten Morgen hier im Webinar mit Tickmill am Freitag mit den Ideen für den heutigen Handelstag, dem Ausblick und das Thema Education. Ich hoffe, Sie hatten alle eine gute Woche. Elena, ich freue mich, dich hier auch live begrüßen zu dürfen. Einen schönen guten Morgen. Ich sehe heute auf Facebook gerade wieder keine Vorschau. Ich hoffe, Bild ist gut. Ludger, auch dir einen schönen guten Morgen. Ich bräuchte nur mal ganz kurz eine Rückinfo, ob das Bild gut zu sehen ist. Es müsste jetzt momentan die Folie mit den Ideen und den Ausblick über die Education zu sehen sein. Ich habe hier nämlich bei mir gerade einen schwarzen Bildschirm. Heiko, auch Ihnen einen wunderbaren guten Morgen. Ja, um was geht es heute? Ganz klar, wie immer, der Ausblick auf die kommende Woche in den Nachrichten. Wir gucken auf die Charts der großen Indizes im Bereich der Education. Geht es heute ein bisschen um das Thema. Wir schauen mal erfolgreichen Tradern über die Schulter und schauen, was so dort geht, um erfolgreich zu traden. Weil da kann jeder immer mal noch ein bisschen was mitnehmen. Und zu Beginn natürlich die Handelsideen für den heutigen Tag. Alle Live-Zuschauer hier auch eine herzliche Einladung. Wenn Sie mögen, posten Sie ruhig durch die Chat-Funktion hier auf Facebook Ihre Fragen rein, dann kann ich direkt auch darauf antworten. So, dann schauen wir doch einfach mal in die heutigen Handelsideen hinein. Zuvor natürlich wie immer der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Same, einen schönen guten Morgen und an dieser Stelle auch noch der Hinweis, den edukativen Teil, den werde ich technisch wieder trennen, sodass jeder von Ihnen auch die Möglichkeit hat, das Ausbildungsvideo sozusagen nebenbei zu traden, beziehungsweise nicht zu traden, bisschen Konzentration, dass das Video entsprechend für Sie dann neben den Trade-Ideen für heute auch zur Verfügung steht. Das finden Sie dann im YouTube-Kanal von Tickmill. Wie immer machen wir das am Freitag. Gut, dann schauen wir auf die Themen wie heute. Handelsideen, Wochenausblick, Analyse der großen Indizes und im Bereich Know-how geht es um das Thema Geheimnis erfolgreicher Trader. Was steht heute auf der Nachrichtenseite, auf der Agenda? Wir bekommen bei den wichtigsten Nachrichten um 14.30 Uhr die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA. Im gleichen Zeitrahmen gibt es auch die Arbeitslosquote in den USA und um diese Nachrichten herum in den USA gibt es noch Informationen, beispielsweise auch zu den Stundenlöhnen. Das ist das, was heute am Nachmittag an wichtigen Dingen aus den USA kommt im Bereich der Beschäftigung. 14.30 Uhr gibt es da noch Informationen zu den Importen und Exporten aus den USA. Es gibt um 14.30 Uhr noch die Handelsbilanz und die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Und dann wie jede Woche Freitag am Abend, am späten Abend hier bei uns in Deutschland, gibt es für diejenigen von Ihnen, die auf die COT-Reports schauen, auch die aktuellen Informationen aus diesem Bereich. Sama, danke für den guten Morgen. Freue mich sehr auch darüber. So, dann in die Charts hinein. Was habe ich für Sie heute vorbereitet? Es gibt sehr, sehr Spannendes zu berichten aus Australien. Wir schauen auf den australischen Index, wir schauen auf den Schweizer Index und wir haben mal wieder den British Pound US-Dollar auf der Uhr und damit direkt in die Charts hinein. Sie sehen hier schon, ich hatte vorhin nochmal die Charts auch gecheckt, was hier gerade auch passiert. Wir sehen hier den Abwärtstrend in der Währung US-Dollar, CAN-Dollar, auch gerne als Cable bezeichnet. Was habe ich hier ausfindig gemacht? Wir haben hier einen bestehenden Abwärtstrend, das habe ich für Sie einmal eingezeichnet. Der Abwärtstrend hat hier oben in diesem markierten Bereich bei 1,32,210 das momentane Korrekturhoch. Und gestern hat der Markt hier diese Gravestone Candle, wie ich die ganz gerne bezeichne, im Markt hinterlassen. Und das ist, wenn man mal die Verortung des Signals bzw. dieser Kerze sich anschaut, ist das ein Bereich innerhalb einer tiefgelaufenen Korrektur, der bei seiner Bestätigung durchaus
in die tieferen Regionen wieder vordringen kann. Das heißt, in der Verortung dieser Kerze, man muss halt immer so ein bisschen auf die Verortung schauen, wo so eine Kerze auftritt, kann es dann halt dazu führen, dass wir sehen, der Markt ist nochmal hochgelaufen, er hat mit Schwäche reagiert und hier nahezu unverändert geschlossen. Wird das Ganze jetzt durch fallende Kurse bestätigt, dann wäre das ein erstes Indiz dafür oder das Indiz dafür, dass die Bewegung in Richtung der tiefer liegenden Kurse wieder beginnen kann. Für das kurzfristige Trading hätten wir dann in diesem Bereich, ich zoome den Chart mal noch kurz etwas größer, kleinen Augenblick, so, jetzt haben wir es da, hätten wir ein paar Anlaufpunkte hier an den Tagestiefs bei 1,31711, hier haben wir das nächste Tagestief bei 1,31150 und dann haben wir hier unten halt, wie schon gesagt, noch das Tagestief bei 1, was habe ich dort? Da muss ich näher rangehen, 1,30920. Da ist der Kontrast bei der grünen Farbe manchmal nicht so gut lesbar. Also das sind die Bereiche, die wir hier als Anlaufpunkte nach unten hin hätten, bevor der Markt hier diesen Tiefpunkt an dieser Stelle, den ich hier unten markiert habe, bei ungefähr 1,30690 zu sehen ist. Das wäre mal das Szenario, wenn der Markt hier mit Schwäche sozusagen reagiert. Wo kommt die untere Linie her? Weshalb ist die so lang gezogen? Da schauen wir mal kurz in die etwas weitere Historie hinein. Da muss ich den Chart nochmal etwas kleiner scannen. Wir haben hier unten einen Bereich, der schon mehrfach getestet wurde und mehrfach für Kursrückläufe, also nach oben hin, gut war. Deswegen ist das eine doch sehr starke, tragfähige Unterstützung mittlerweile. Schauen Sie, wie oft dieser Bereich hier hinten getestet wurde, hier an dieser Stelle auch schon. Das heißt, wenn wir jetzt hier nach unten laufen, das fände ich charmant, wenn der Markt nach unten dreht, hier in diese Richtung unten reinzugehen. Ob wir hier unten unter diesem Punkt mehr erwarten können, das weiß ich noch nicht. Man muss einfach sehen, wie der Markt sich hier entsprechend verhält. Wird das Ganze gebrochen und man möchte noch etwas weiter in die Zukunft schauen, dann hätte man hier unten in diesem Bereich um die 1,28758 noch ein Unterstützungslevel. Das ist dann aus dem Jahr, wo haben wir es denn her? 2017, 31.08., also Ende August 2017 ist dieses Level dann, also das wäre dann eine Möglichkeit für weiterfallende Kurse, wenn wir hier unten durchlaufen. Aber da stehen wir noch nicht momentan, sind wir oben an dieser Kerze und deswegen gehen wir hier auch nochmal rein, weil an dieser Stelle gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Also wie ich schon gesagt, die erste haben wir ja gerade besprochen. Wird dieses Ganze hier bestätigt, dann geht der Markt nach unten und hat dann die Möglichkeit, die tiefer liegenden Tagestiefs bzw. den aktuellen Trendtiefbereich anzulaufen. Läuft der Markt allerdings wieder hoch, das heißt, wird diese Kerze überhaupt nicht beachtet, das sieht dann so aus wie momentan, dann wäre es gut möglich, dass die Korrektur noch weiter nach oben läuft. Für das kurzfristige Trading kann das für den einen oder anderen durchaus interessant sein, wenn man sich mal den Aufwärtstrend in der Stunde anschaut. Wir schauen gleich mal in die Stunde hinein. Dann hätten wir als nächstes den Anlaufbereich natürlich von gestern, das wäre das Tageshoch von gestern bei 1,32718, beziehungsweise wir haben hier relativ nah dran schon das nächste Tageshoch oder die nächsten beiden Tageshochs liegen bei 1,32908, bevor wir dann hier oben den von mir schon erwähnten Korrekturhochbereich haben. Also bis dahin kann ja die Korrektur ohne weiteres laufen, ohne sozusagen den Abwärtstrend zu brechen. Das heißt, für das kurzfristige Trading kann hier durchaus noch der ein oder andere Euro an Ertrag möglich sein. Was man halt auch betrachten muss, wenn der Markt hier oben drüber bricht, dann hätte der Markt natürlich Potenzial auf der Oberseite. Die nächsten Punkte würden dann oben liegen. Nur das Szenario sehe ich jetzt hier an dieser Stelle noch nicht. Erstmal müssen wir sehen, was jetzt hier passiert und wie sich der Markt dann entsprechend an dieser Stelle hier oben verhält. Weil wenn wir hier schon definitiv long gehen, dann gehen wir ja über diesen übergeordneten Trend. Also das heißt, wir stehen dann gegen den Markt und das kann immer sehr riskant sein. Wie avisiert, gehen wir jetzt hier einfach mal in die Stunde hinein und gucken mal, was hier entsprechend passiert ist. Und da sehen wir das, was die gestrige Kerze gemacht hat, weshalb diese Umkehrkerzen halt häufig Beachtung finden bei vielen Tradern. Und zwar ist das die Tatsache, dass diese Kerze gestern, wir schauen mal hier rein, dafür gesorgt hat, dass dieser Trend hier, der hier nach oben so schön gelaufen ist, dass dieser Trend gebrochen wurde. Das heißt, der Markt ist runtergefallen und hat dann mit einem starken Schub sogar noch eine kleine Welle nach unten gemacht, hat aber immer wieder hier unten aufgehört, tiefer zu laufen. So, und jetzt haben wir hier die Situation, dass der Markt wieder rumdreht. Das heißt, wenn man dieses Bild mal sieht, ich zeichne hier einfach mal kurz die letzte Bewegung und die letzte Korrektur im Aufwärtstrend ein, dass wir mal hier ein Bild haben. Jetzt haben wir sozusagen hier diesen Bereich gehabt, in dem der Markt rausgegangen ist. Das heißt, wo sozusagen die entsprechende Korrektur gekommen ist.
beziehungsweise der Trendbruch. Also hier an dieser Stelle ist dieser Trend hier, dieser Aufwärtstrend, dieser Aufwärtsschub nach oben beendet worden. Heißt sozusagen, wir sind momentan noch in einer trendlosen Phase. So, und jetzt kann halt alles passieren. An dieser Stelle, Rafik, einen schönen guten Morgen hier im Live-Webinar. Wenn Fragen sind, nicht zögern, einfach die Fragen hier direkt im Webinar mit posten. So, nun zurück zum Chart. Was wir hier jetzt natürlich sehen ist, das war die trendbrechende Bewegung. Das heißt, wir haben jetzt einen Schub nach unten gehabt. Jetzt bekommen wir an dieser Stelle eine sogenannte Gegenbewegung. So, und jetzt kommt es halt drauf an, was passiert. Entweder der Markt läuft direkt wieder nach oben. Das wäre dann das Szenario, dass diese Kerze definitiv nicht bestätigt wird vom Vortag. Heißt also, wir laufen weiter in Richtung des momentanen Korrekturhochs aus der letzten Korrektur. Das wäre das erste Szenario. Das zweite Szenario wäre, wenn diese Kerze bestätigt wird, sehen wir jetzt hier lediglich die Gegenbewegung. Wie hoch auch immer die laufen wird, das wissen wir natürlich nicht. Und aus dieser Gegenbewegung heraus findet dann wieder eine Bewegung in Richtung dieser vorhergehenden trendbrechenden Bewegung, also dieser statt. Und da würde sich dann entsprechend hier an dieser Stelle in der Stunde der Abwärtstrend bilden. Und an dieser Stelle, an genau dieser Stelle, wäre dann die Bestätigung der Umkehrkerze von gestern auch gegeben. Heißt also hier an dieser Stelle, wenn der Markt den Abwärtstrend hier macht, dann haben wir in der Stunde einen Trend, der in den abwärtsgerichteten Trend des Tages läuft. Und das wäre dann der interessante Bereich, wo man dann nach unten hin entsprechend traden könnte. Also das mal zur Ausmalung dieser Handelsidee auf die fallenden Kurse. Wie schon gesagt, wenn der Markt doch weiter steigt, momentan sind wir hier in der Stunde trendlos, dann wäre es interessant, die Oberseite zu traden, also das Ganze hier nach oben zu traden. Dann würde ich allerdings sagen, macht man das Ganze im kurzfristigeren Bereich. Das heißt, man nimmt die Aufwärtsdynamik hier der Stunde, also nimmt sozusagen diese Kerzen und die untergeordneten Trendverläufe an. Heißt also, wir schauen in die 15 oder die 5 Minuten, je nachdem, was dann Ihr Handelsansatz entsprechend ist. Und da sehen Sie dann schon, Sie sehen sich, ich habe es ja hier eingezeichnet, da sehen Sie von den Korrekturen und Bewegungen entsprechend die Trends. Und jetzt haben wir hier momentan den Aufwärtstrend in den 15 Minuten sehen. Der Abwärtstrend hier ist definitiv gebrochen. Das heißt, die Stunde bewegt sich ja momentan hoch. Und das ist mal der Trend, den Sie in der Stunde über die untergeordneten Zeiteinheiten sehen. Also hier sehen Sie mal wieder dieses hervorragende Zusammenspiel zwischen den Trendverläufen innerhalb der Zeiteinheiten. Darüber hatte ich ja schon mal etwas referiert, dass das in diesem Sinne auch Sinn machen kann. Und hier ist es dann halt so, wenn jetzt die 15 Minuten entsprechend korrigieren, das heißt hier nach unten laufen, und dann wieder weiter nach oben sich schieben. Ich mache das Ganze gleich nochmal in einer anderen Farbe für Sie. So, machen wir das mal rot wegen dem Kontrast. Dann hätten wir die Situation, dass die Stunde sich weiter aufwärts bewegt. Und das wäre dann der Punkt, dass Sie hier entsprechend den momentan aufwärts gerichteten Stundenmarkt aus der kleineren Zeiteinheit nach oben traden können. Wohlwissend, dass Sie hier entsprechend in einer stundentrendlosen Phase arbeiten. Aber die Bewegung in der Stunde ist halt aufwärts gerichtet. Und hier haben wir schön den Trend. Und der ist durchaus für kurzfristige Trader auch interessant. Gut, also das zum British Pfund US-Dollar. Dann schauen wir mal in die Aktienmärkte hinein. Wir fangen mal an mit dem Aktienmarkt aus Australien. Ist ja auch ein Aktienmarkt, der durch die Unternehmen relativ rohstofflastig geprägt ist. Und hier ist er auch im Tageschart schon drinnen. Eine sehr spannende Geschichte. Wir hatten vor einiger Zeit diesen Markt schon mal näher beleuchtet. Da bin ich darauf eingegangen, dass sich hier ein Korrekturmuster eines Dreiecks bildet an dieser Stelle. Das ist hier auch noch eingezeichnet. Und im gestrigen Tagesverlauf ist es das erste Mal passiert, dass der Markt über dieses Dreieck ausgebrochen ist. Und dann ist im Anschluss daran das passiert, was ich einfach liebe. Ich finde das so genial. Wir brauchen einfach nur hinzuschauen, was der Markt hier macht. Und zwar hat der Markt nach dem Ausbruch einen kurzen Rücksetzer gemacht und ist dann wieder nach oben gelaufen. Hat also sozusagen den Ausbruch kurz korrigiert und dann bestätigt durch den Anstieg. Also wenn wir uns das mal in der Stunde anschauen,
Schauen Sie, hier gab es den Schub nach oben, hier gab es die Korrektur und danach hat er schön dynamisch nach oben gedreht. Das ist sozusagen eine wirklich sehr, sehr schöne Bestätigung eines solchen Ausbruchs. So, jetzt sind wir hier natürlich aufgrund der Zeit, der australische Markt hat halt etwas andere Handelszeiten, aber das ist jetzt nicht unbedingt dramatisch. Das ist ein Markt, der ist für uns Europäer hier eher dann wahrscheinlich als Swing, für die meisten von uns als Swingmarkt gut zu traden. Was jetzt hier kommt an dieser Stelle. Ich hatte ja hier das Szenario, wenn das Ganze nach oben bricht, dann haben wir hier das Allzeithoch und sehr, sehr häufig werden Allzeithochs halt auch gekauft. Das heißt, schauen Sie mal hier, was an dieser Stelle auch passiert ist, als wir hier unten ein neues Allzeithoch geschrieben hatten, haben dann die Verkäufer den Markt noch ein ganzes Stückchen mit nach oben gebracht und das wäre jetzt für die kurzfristigen Trader auch relativ interessant, hier nachfolgende Dynamik auch mit auf der Uhr zu haben. Das heißt, wenn der Markt hier an dieser Stelle weiter nach oben läuft, dann sehen wir das natürlich, wenn wir hier beispielsweise in die Stunde schauen, dass sich die Stunde sehr dynamisch weiter nach oben entwickelt. Das heißt, was jetzt hier in der Stunde ein relativ normaler oder ein normales Verhalten wäre, wäre, dass wir hier nochmal eine kleine Korrektur bekommen und dann entsprechend hier wieder nach oben uns bewegen. Und das wäre dann wiederum der Fakt, dass wir aus der Korrektur heraus, aus der nächstkleineren Zeiteinheit sozusagen in die Richtung des Stunden- bzw. Tagestrends traden können und damit noch ein ganzes Stück der Bewegung mitnehmen können, die hier auf uns wartet. Wohlgemerkt die Bewegung, ich habe keine Ahnung, ob es hier jetzt auf Tagesbasis, sage ich mal, 4, 5, 6 schön steigende Kerzen gibt. Das weiß keiner von uns. Wir wissen alle nicht, wie weit das Ganze hier geht. Von der Seite her spannend zu sehen, was der Markt hier macht. Für die kleinen Zeiteinheiten sehr, sehr, sehr interessant. Schaut man sich das Ganze beispielsweise mal im 15-Minuten-Chart an, sehen wir halt hier auch diesen aufwärtsgerichteten Markt. Hier gab es mal nach diesem Ausbruch ganz kurz noch einen Rücksetzer, der wurde aber dann direkt wieder aufgekauft und hier sehen wir dann halt auch entsprechend Bewegung, Korrektur, Bewegung. Jetzt haben wir hier eine Korrektur und wenn der Markt hier wieder rumdreht, dann wäre das das Zeichen, dass die Käufer weiter das Zepter in der Hand behalten und den Markt hier Stück für Stück auch nach oben schieben. Also das mal ein Blick in die Auflösung dieses Kursmusters. Das ist halt auch schön, dass Sie sehen, man sollte solche Kursmuster auch immer mal im Auge behalten, weil hier kann entsprechend Dynamik kommen und die sind natürlich dann auch sehr, sehr schön Trade bzw. vorbereitbar für den Trade und das ist ja das, was wir Trader brauchen und damit würde ich gerne in den zweiten Markt im Indizebereich hineingehen und zwar habe ich hier den Schweizer Markt auf dem Chart gestern gefunden, eine sehr, sehr spannende Stelle, wo der Chart hier gerade angehalten hat gestern bzw. wo der Chart gerade steht und zwar haben wir hier oben diesen Widerstandsbereich, ich mache das für Sie gleich mal ein bisschen größer, dass wir das etwas besser sehen können. Schauen Sie, wir haben hier den Bereich, den ich hier oben markiert habe. Das ist der Widerstandsbereich um die knapp 8700 Punkte Marke. Da ist auch das Korrekturhoch dieser letzten Bewegung hier. Sie sehen, sie kam von hier unten, hat hier korrigiert. Dann gab es die Bewegung, die Korrektur hat hier oben ihr Hoch gefunden. Das ist der Bereich, wo der Markt gestern kurz eingetaucht ist und direkt wieder rumgedreht hat. So, hier an dieser Stelle können jetzt zwei Dinge passieren. Nummer eins, Sie sehen, das Hoch der Tageskerze hat dieses Korrekturhoch hier schon rausgenommen. Ist dann zwar wieder abgetaucht, aber das ist ein erstes Achtungszeichen. Achtungszeichen dafür, dass wir sagen können, okay, der Markt hat schon mal oben drüber gelugt und wenn die Stimmung hier positiv bleibt, dann könnte es unter Umständen passieren, dass der Markt hier den Stundentrend, den aufwärtsgerichteten Stundentrend weiter aufnimmt und dann in die nächsten Hochbereiche läuft. Das heißt, wir haben ja hier relativ nah das Tageshoch vom 29.05. liegen, das liegt um die 8.771 und dann schauen Sie mal, wir haben hier oben so einen Bereich, wo mehrere Tageshochs auch aneinander liegen. Die Tageshochs liegen hier bei 8.814, was haben wir hier oben, 8.832 und hier oben an dieser Stelle 8.841 Punkte. Das sind sehr nahe Anlaufpunkte. Wenn hier Dynamik reinkommt, könnte das relativ fix gehen. Dann würde dieser Abwärtstrend sozusagen gebrochen werden und wir bekommen hier schön Dynamik nach oben. Das wäre das Szenario, wenn der Markt wirklich an Stärke gewinnt und hier nach oben schiebt.
kommt allerdings Szenario B in Anwendung. Das heißt, dass wir hier wirklich einen Widerstandsbereich haben, wo der Markt nur mal kurz drüber gelugt hat, es sich um einen Fehlversuch im Ausbruch handelt. Dann haben wir hier wieder die Möglichkeit, die Bewegung zu initiieren. Heißt, wir bekommen hier Umkehrsignale, die Nachfrage kehrt wieder um, die Käufer treten in den Hintergrund. Das wäre dann der Punkt, wo wir hier die untergeordneten Tagestiefs uns auch mal anschauen können und dann natürlich hier unten diesen Bereich um die 8418 Punkte Marke, die auf der Unterseite liegen. Das heißt, kommt es hier zu Dynamik nach unten, sind, wie schon gesagt, die Tagestiefs von gestern beispielsweise bei 8.645 und das von vorgestern bei 8.590. Interessant. Sie sehen, ich habe die anderen auch noch eingezeichnet, weil das wären dann natürlich Anlaufpunkte, die der Markt auf dem Weg nach unten mitnehmen muss, wenn es hier zu negativen Kursentwicklungen kommt. Und das Ganze können wir uns auch mal in der Stunde auch anschauen. Sie sehen es halt hier, wir haben in der Stunde momentan einen Markt, der noch nach oben gerichtet ist. Gestern gab es hier mal ganz kurz, wann war das gewesen, um 17 Uhr, den Peak hier unten drunter, aber der wurde dann direkt wieder hochgekauft. Also den würde ich mal an erster Stelle vernachlässigen jetzt an diesem Punkt. Sollte allerdings der Markt wieder drunter drehen, hat das Ganze Relevanz, weil er ist schon mal drunter gefallen. Heißt, wenn wir hier ein tieferes Hoch bekommen, und hier schon ein tieferes Tief hatten, dann wäre das wieder die Systematik. Ich zeichne es Ihnen ein, aber viele von Ihnen werden sich wahrscheinlich schon denken können, das kann man schlecht lesen, dass wir hier dann an dieser Stelle, wenn das der Markt macht, also hier ein leicht tieferes Tief an dieser Stelle, das hat jetzt noch keine große Bewandtnis, aber wenn wir hier oben sozusagen ein tieferes Hoch bekommen und der Markt dann runterdreht, dann hätten wir hier halt einen abwärtsgerichteten Trend in der Stunde und das wäre dann das Szenario der Bestätigung dieses Abpralls aus diesem Bereich hier oben, den ich markiert habe, um die 8712 Punkte Marke und dann würde der Markt entsprechend die Bewegung in Richtung des übergeordneten Trends auf Tagesbasis wieder in Angriff nehmen und hätte dann durchaus die Möglichkeit, hier die entsprechenden tieferen Tagesbereiche auch mit anzulaufen. So, jetzt nehme ich mal kurz einen Schluck aus dem Wasserglas und schaue mal in den Chart, ob es Fragen gibt, in den Chat, wohlgemerkt. So, da sehe ich, Fragen gibt es an dieser Stelle gerade nicht. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir direkt weiter und schauen mal, was es hier in den Nachrichten für die nächste Woche gibt. Wir planen ja die Woche immer erstmal zumindest nach den groben, großen Ereignissen, die wir hier auf der Nachrichtenseite bekommen. Und da geht es am Dienstag los um 11 Uhr mit den ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland. Sie sehen an dieser Stelle eine Prognose von minus 17,5. Vorher war es eine minus 16,1. Also der Markt geht hier weiterhin von einer Eintrübung der Konjunkturerwartungen aus. Wir haben Nachrichten in diese Richtung auch mittlerweile von anderen Stellen bekommen, dass das Thema Konjunkturentwicklung auch in Zukunft nicht ganz so rosig für Deutschland aussehen könnte. Das könnte halt, wie schon gesagt, dann negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Das sollten wir dann auch in den Aktienkursen bzw. in den Indexkursen sehen. Also das ist die Sache, die nicht ganz so günstig sein könnte. Aber wir warten erst einmal ab, was die Konjunkturerwartungen hier bringen. Um 16 Uhr gibt es dann am Dienstag noch das Thema der Stellenangebote im Mai aus den USA. Mittwoch um 14.30 Uhr aus den USA die Erzeugerpreise, also der Erzeugerpreisindex. Das hat ja auch immer Aussagen für die Inflation. Wenn die Erzeugerpreise entsprechend steigen, wird das mit guter Wahrscheinlichkeit Auswirkungen auf die Inflation haben. Und da kommt dann wieder irgendwann die Notenbank ins Spiel bezüglich der Zinsen und so weiter und so fort. Sie kennen diese Kaskade ja schon aus den ein oder anderen Ausführungen von mir. Und dann um 16.30 Uhr nächste Woche Mittwoch gibt es wie immer das Thema Rohöllagerbestände. Und am Donnerstag um 13.30 Uhr veröffentlicht die EZB den Bericht des geldpolitischen Treffens und um 14.30 Uhr gibt es aus den USA den Verbraucherpreisindex hier, die Kernrate. Und da spielt wieder das Thema vom Mittwoch eine Rolle hier, Erzeugerpreisindex. Was wird entsprechend mit den Verbraucherpreisen? Weil wenn die Erzeugerpreise steigen, dann werden auch die Verbraucherpreise steigen und das baut dann so Stück für Stück entsprechend aufeinander auf. Also das die
Termine für die kommende Woche. Und damit sind wir mit der groben Planung fertig. Sie sehen auch hier die Relevanz an dieser Stelle. Nutze ich hier immer die Wochenvorschau von investing.com. Sie sehen hier diese drei Bullenköpfe, das sind sozusagen die allerwichtigsten Konjunkturerwartungen. Wer es möchte, ich zeige Ihnen das gleich mal, kann auf investing.com, ich hole es ganz kurz rüber, entsprechend auch hier andere Einstellungen mitnehmen, und zwar, wenn Sie das interessiert, für die Wochenplanung, wenn Sie die noch etwas intensiver machen möchten, die Vorausplanung, wenn Sie das Wochenende dafür nutzen wollen, da haben wir hier die Möglichkeit, in diesem Kalender entsprechend auch mit anzukreuzen, dass wir sagen, okay, wir schauen hier auf die nächste Woche und lassen uns im Filter nicht nur entsprechend die drei Köpfe, sondern die zwei Köpfe der Bullen mit anschauen und dann auf Anwenden klicken. Dann sehen Sie hier auch schon, ich habe das jetzt mal nur eingestellt für Europa, Deutschland und die USA. Da sehen wir hier entsprechend auch die Nachrichten mit den zwei Köpfen. Das ist das, was ich hier dann jeden Tag mit Ihnen vor Handelsbeginn entsprechend auch für die laufenden Tage vorstelle. Wer das Ganze auch etwas intensiver in der Wochenendvorbereitung machen können, kann das Ganze beispielsweise hier einfach über die Website mit nutzen. Also das an dieser Stelle zum Thema Termine für die kommende Woche, und wo wir bei der Entwicklung für die nächste Woche sind, schauen wir gleich mal, was sich in der vergangenen Woche bei den großen Indizes getan hat. Das heißt, hier an dieser Stelle prüfen wir einfach mal, was hier an den Märkten in der Woche passiert ist. Und ich würde sagen, wir starten hier gleich einmal mit dem DAX. Da hatten wir ja diese Woche schon mal eine kleine Analyse gemacht, wo wir gesehen haben, hier gab es immer mal wieder Peaks in den Hochbereich, die immer wieder abverkauft wurden. Das war ein Bild, das hatte einige Tage lang Bestand gehabt. Das war für die kurzfristigen Trader immer sehr, sehr interessant. Seit gestern findet dieses Bild nicht mehr statt. Das heißt, wir sehen hier, es gab definitiv, oder nicht seit gestern, seit vorgestern, dann seit Mittwoch sozusagen, gab es hier dieses Bild, dass wir hier entsprechend nach oben gelaufen sind und jetzt eine Gegenbewegung sozusagen zu diesem starken Schub nach unten auch mitgebracht haben. Heißt vom Prinzip, ich habe ja hier für Sie schon mal entsprechend die Bewegung ausgemessen, die wir hier von diesem tieferen Tief gehabt haben, von diesem tieferen Hoch gehabt haben, und hier hatten wir unten dieses Tief bei 12.000, knapp 91 Punkten, die wir hier im Markt hatten, und jetzt sehen wir hier an dieser Stelle eine doch sehr schöne Gegenbewegung. Wir sind mittlerweile im Hoch dieser Kerze in den Ausbruchsbereich, also in den Bereich der Trendbildung hier um die 12.550 Punkte vorgedrungen. Das ist ein interessanter Bereich, der könnte unter Umständen auch einen Widerstand darstellen. Das wissen wir nicht genau, da müssen wir sehen, was die Marktteilnehmer hier entsprechend machen. Fakt ist aber, wir haben hier den Aufwärtstrend gebrochen, wir haben einen bestehenden Abwärtstrend. In diesem Gesamtbild hat sich im Vergleich zur Vorwoche nicht deutlich was geändert. Heißt also hier, wir haben einen Abwärtstrend, der momentan ganz normal in einer Korrektur ist und Stück für Stück nach oben läuft. Schaut man sich das Ganze für die aktiveren Trader in der Stunde an, sind wir momentan natürlich in einem Aufwärtstrend. Das heißt, für die kurzfristigen Trader, die die Korrektur des Tages traden möchten, ist es natürlich auch interessant, immer mal wieder die Stunde zu beleuchten. Da macht es natürlich Sinn, so früh wie möglich anzufangen, um die Korrektur so früh wie möglich hochzunehmen. Also da können Sie halt hier in diesen Bereichen immer ganz gut abfischen. Auf dem großen Gesamtbild sind wir allerdings momentan einfach nur in der Korrektur. Das heißt, Thema technische Analyse. Wir haben einen Abwärtstrend. Dieser Abwärtstrend, der korrigiert gerade. Wir sind hier auf dem Weg in das Level des letzten Ausbruchs. Der Korrekturbereich um die 50 Punkte fängt bei der Marke von 12.643 Punkten an. Das heißt, wenn wir hier auch eine tiefere Korrektur bekommen sollten, Umkehrsignale in dieser Richtung wären dann natürlich häufig nachhaltig, wenn sie entsprechend vom Markt beachtet werden sollte. Das muss man sehen aus jetziger Stand, wie schon gesagt, die Korrektur. Und deswegen schauen wir mal noch in den Stundentrend hinein, für die kurzfristigen Trader an dieser Stelle, und das ist ja viel im kurzfristigen Daytrading-Bereich
angewandt, schaut man einfach, was haben wir denn hier in der Stunde. In der Stunde haben wir jetzt hier einen aufwärtsgerichteten Markt, der deutlich in seiner Bewegung steht. Deswegen kommt es jetzt hier zu Kursrücksetzern. Und wenn wir uns das Ganze mal ganz kurz noch auf Tagesbasis nochmal schnell anschauen, wenn der Markt hier tatsächlich wieder nach oben laufen sollte, dann macht es natürlich Sinn, dass wir mal schauen, wo liegen denn Tageshochs. Und da schauen Sie mal, hier sind wir schon in den Bereich des naheliegenden Tageshochs vom 25.06. gekommen. Ein weiteres Tageshoch hätten wir dann hier in diesem Bereich vom 22.06. und da haben wir die Marke von 12.608 Punkten. Also das wären mal kurzfristige Anlaufpunkte hier entsprechend nach oben. Sollte der Markt wieder rumdrehen, dann haben wir hier ganz klar die Unterstützung. Da war hier der Markt schon auch mal drin heute bei der 12.440er Marke und dann natürlich hier unten weiterhin die Punkte, die ich schon eingezeichnet hatte noch vom letzten Mal. Damals waren sie noch rot, jetzt müssten es natürlich grün sein, weil es Unterstützung sind, um die Marke von 12.382. Also Sie sehen, ein Markt, der für kurzfristige, aber auch für die Swing Trader einiges an Potenzial bietet. Die Swing Trader, die die Korrektur nicht traden möchten, warten einfach ab, bis der Markt wieder rumdreht. Wir sind hier deutlich unter der 200er-Tage-Linie. Ein Zeichen, dass es wieder besser werden würde, wäre, wenn sozusagen die kurzfristigen Indizes wieder rumdrehen. Das heißt, wer dann mal auf den 20er und den 50er schaut, zum Beispiel, da könnte eine Kreuzung des 20er und des 50er sich positiv auswirken. Das zeige ich Ihnen gleich mal. Wir legen hier den 50er und den 20er einfach mal rein. So, den 20er mache ich mal grün. So, und da hätten wir die Situation. Schauen Sie, hier gab die Kreuzung von oben nach unten. Und jetzt ist natürlich hier immer zu sehen, was jetzt passiert. Also die, wie schon gesagt, die positive Tendenz wäre, wenn der 20er wieder nach oben rumdreht. Allerdings sind wir hier in einem deutlich abwärtsgerichteten Markt. Für die kurzfristigen Trader ist es auch immer mal wieder interessant, auf den 20er auch drauf zu schauen. Da gibt es ja ein Handelssignal. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Das ist das EMA 20, die EMA 20 Reversal, also die Umkehr an dem 20er gleitenden Durchschnitt. Da nutzt man dann im Intraday-Trading gerne den exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitt, aber so richtig eine riesengroße Rolle spielt das am Ende auch nicht, weil das Chartbild sieht genauso aus und ob der gleitende Durchschnitt jetzt der exponentielle oder der simple ist, am Ende ist es wichtig, dass sie die richtigen Schritte gehen. Und hier wäre auch ein Signal, dass man sagt, er läuft an diesen 20er ran und dann berührt er ihn nicht und läuft Stück für Stück nach unten. Das wäre dann dieses Signal sozusagen für die Schwäche wiederum, die wir im Markt sehen könnten. Also deswegen schauen wir auch immer mal auf die gleitenden Durchschnitte in solchen Märkten. Das haben wir jetzt halt im DAX. Wir haben einen kurzfristig abwärtsgerichteten Markt. Das ist ja auch logisch, weil wir haben einen Abwärtstrend. Schauen wir uns den 200er gleitenden Durchschnitt auch nochmal mit an. Der ist natürlich unterschritten. Da hat sich auch im Vergleich zur Vorwoche definitiv nichts geändert. Da sind wir weit weg und wir entfernen uns auch weiterhin und Sie sehen, die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte liegen hier auch drunter und das ist das aktuelle Bild hier in diesem Bereich. Okay, gut, schauen wir mal über den großen Teich nach den USA. Da beginnen wir mal im Dow Jones. Hier sehen Sie einen Markt, der eine etwas andere Dynamik aufweist als der deutsche Markt. Wir haben jetzt hier einen gebrochenen Aufwärtstrend. Ganz kurzen Augenblick. Ich zoome das Bild mal etwas kleiner für Sie und nehme mal schnell noch diese Linien hier raus, dass wir das etwas sauberer im Chartbild entsprechend haben, weil die brauchen wir jetzt hier in dieser Betrachtungsweise nicht. So, also folgendermaßen. Wir haben jetzt hier einen Markt, der diesen Aufwärtstrend, den wir hier gehabt haben, definitiv gebrochen hat. Da hat sich das Bild im Vergleich zur letzten Woche definitiv nicht geändert. Was sich allerdings geändert hat, und zwar deutlich geändert hat, ist hier oben dieses Zusammenspiel zwischen dem 20er und dem 50er gleitenden Durchschnitt. Sie werden dieses Handelssignal vielleicht auch kennen, wenn der 20er dem 50er von oben nach unten schneidet, nennt sich dieses Handelssignal Death Cross. Heißt also, das wäre ein abwärtsgerichtetes Signal, was wir hier bekommen haben und das ist jetzt wirklich taufrisch im Markt auch aufgetaucht. Heißt also, wenn der Markt hier wieder nach unten rumdreht, dann wäre es die Situation, dass wir hier die Short-Signale bekommen. Wir sind jetzt hier deutlich unter die 200er-Tage-Linie gelaufen, haben den Aufwärtstrend gebrochen. Ich kann Ihnen den ja, wenn Sie mögen, gleich nochmal einzeichnen. Zumindest das letzte Stück davon zeichne ich Ihnen mal ein, damit wir sehen, an welcher Stelle der Trendbruch auch erfolgt ist. Das heißt, wir haben hier unten diesen Bereich hier an dieser Stelle
Schwelle um die 24.238 Punkte Marke hier. Da ist dieser Aufwärtstrend gebrochen worden. Ich mache das Ganze mal kurz in Rot, was eine wichtige Marke ist. Und hier lief der Markt jetzt drunter. So, und jetzt kommt es darauf an, was wir hier machen. Wie verhält sich der Markt entsprechend auf dieser Linie hier unten oder an dieser roten 200er-Tage-Linie? Prallt er davon ab? Wir haben ja mittlerweile schon ein paar Mal getestet. Da ging der Aufstieg nach oben immer gut. Jetzt sind wir mittlerweile dran, dass wir diesen 200er-Tage-Durchschnitt von unten nach oben testen. Ne? Vorher haben wir ihn immer von oben nach unten getestet. Jetzt haben wir hier die Situation, dass wir ihn von unten entsprechend nach oben testen. Und jetzt ist im Endeffekt hier die Situation die, dass wir hier unten drunter sind. Wir haben diesen Trend, diesen Aufwärtstrend gebrochen. Die Dynamik ist nach unten da. Wir haben hier ein Umkehrsignal in der kurzfristigen Zeitebene nach unten. Wenn der Markt das Ganze spielt, dann ist es jetzt, denke ich mal, ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, wenn der Markt von oben nach unten jetzt kommt, hier in diesem Bereich hinaus, dann kann es hier, uppala, kleinen Augenblick. So, jetzt muss ich das Ganze nochmal rüberziehen. Das heißt, wir hatten hier diesen Schub nach unten, hier immer dieses Hin- und Her-Getingel, lässt sich so sauber gar nicht machen oder sogar sauber jetzt gar nicht zeichnen an dieser Stelle. Und dann, wenn die Kurse wieder runterfallen, dann haben wir halt hier, Sie sehen es schon, optisch das erste Anzeichen zur Bildung eines abwärtsgerichteten Trends hier im Markt. Nächste Anlaufpunkte wären dann hier unten entsprechend die Bereiche dieser Tiefs, die wir hatten, was heißt bei 23.543 beziehungsweise dann hier unten die 23.342 oder das Tief nach diesem massiv starken Schub, den wir hier Anfang, wann war das gewesen? Anfang Februar hatten, da lagen wir bei 23.126. Also das liegt jetzt auf der Unterseite. Wenn der Markt dynamisch nach unten laufen sollte, wären das entsprechende Anlaufpunkte. Also hier ist weiterhin etwas, sage ich mal, Vorsicht geboten. Wir haben jetzt hier weder Fleisch noch Fisch. Das heißt, wir haben jetzt hier keinen Aufwärtstrend mehr, keinen gültigen. Wir haben aber auch noch keinen Abwärtstrend. Der Markt tingelt hier so hin und her. Wenn Sie uns mal die Kursmuster anschauen, dann haben wir oben eine sehr stark abfallende Linie an den Hochs und wir haben hier unten auf der Unterseite entsprechend ansteigende Tiefs, aber wir haben den Vorgang halt aus einer starken abwärtsgerichteten Bewegung, heißt also, wenn der Markt sich hier unten verdichtet und wir dazu kommen, dass dieser Ausbruch auf der Unterseite geschieht, dann wäre das wieder ein zusätzliches Verkaufssignal und an dieser Stelle würde dann einiges dafür sprechen, dass wir hier fallende Notierungen sehen. Das mal zur groben Lageeinschätzung, was der Markt dann spielt, müssen wir sehen. Wir haben immer wieder jetzt das Thema Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China auf der Uhr. Heute Nacht sind die nächsten Handelszölle in Kraft getreten. China hat schon gesagt, wir ziehen danach. Also das heißt, dieser Konflikt könnte sich noch weiter verschärfen und das könnte dann unter Umständen negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben. Man muss sehen, was hier an dieser Stelle passiert. Aktuell der Chart vom Dow natürlich deutlich angeschlagen. Gucken wir uns den S&P 500 an. Da haben wir die Situation, dass der aktuelle Aufwärtstrend hier weiterhin intakt ist. Ich zeichne auch hier für Sie mal kurz die letzten wichtigen Schwünge ein. Da haben wir hier dieses Hoch, das ist auch sehr schön in diesen Widerstandsbereich hier oben reingelaufen, hat dann rumgedreht. Momentan sehen wir hier quasi innerhalb dieses Aufwärtstrends die Korrektur des Ganzen. Hier unten hatten wir das erste Umkehrmuster innerhalb der Korrektur. Das heißt, wir haben hier immer noch einen bestehenden Aufwärtstrend an dieser Stelle. Dieses Muster wurde auch bestätigt. Die Dynamik ging hier Stück für Stück nach oben, auch wenn wir hier in diesem Bereich um die Marke von 2700 und um die 40-Punkte-Marke einen Widerstandsbereich haben, wo der Markt noch nicht so richtig drauf wollte. Aber, und das ist jetzt wichtig mal zu betrachten, wir sehen mittlerweile einen SMA 20, der so langsam aber sicher anfängt, nach unten abzukippen. Wenn sich dieses Szenario sozusagen weiterhin verhärtet und der Markt hier doch negativ entsprechend korrigiert, dann könnten wir hier entsprechend ein ähnliches Bild sehen, wie wir das gerade im Dow hatten, allerdings da noch als Bestandteil der entsprechenden Korrektur hier im S&P 500. Wenn der Markt nach unten laufen sollte, dann könnte es dazu kommen, dass hier an diesem Bereich sich untergeordnet auch ein Abwärtstrend bildet. Das würde dann die Lage natürlich etwas eintrüben. Das heißt hier, schöner Abstoß von unten nach oben. Das Signal hat wirklich sehr gut funktioniert. Wir haben im S&P weiterhin einen aufwärtsgerichteten Markt, der jetzt quasi wieder in Richtung dieser
dieses übergeordneten Aufwärtstrends läuft, wie hoch das Ganze geht, man weiß es nicht. Man darf hier an dieser Stelle nicht das Gesamtmarktbild aus den Augen verlieren. Heißt von dieser Stelle, wir sind jetzt schön in der Bewegung, weiterhin im Aufwärtstrend. Das kann dann entsprechend für die Handelssignale genutzt werden. Kommt es hier oben an dieser Stelle, dieser Punktemarke, die ich genannt habe, doch zur Kursumkehr, dann wäre es doch ein Bild, wo sich der Chart etwas eintrübt, die Märkte hier nach unten laufen würden und dass die Gefahr sozusagen eines neuen Abwärtstrends wieder da ist. Und dann rückt natürlich auch wieder hier die 200er-Tage-Linie mit ins Bild. Das heißt, der Markt nähert sich dieser Linie auch immer weiter an. Da könnte es dann zum nächsten Test kommen, wenn es auch weiter drunter läuft, dann natürlich das Bild deutlich geschwächt an dieser Stelle. Und wenn wir uns hier dann nochmal den technisch geprägten Chart anschauen, das heißt den US-Tech, den Nasdaq 100 in den USA, dann sehen wir hier ein Bild, wo wir hier, das hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt, wo wir hier schön diesen Aufwärtstrend gehabt haben, diesen dynamischen Aufwärtstrend hier an dieser Stelle, da zeichne ich ihn auch nochmal entsprechend hier das Wichtigste in den Chart mit ein. Das heißt, wir haben hier die Bewegung, die Korrektur, nochmal eine entsprechende Bewegung in dem Markt gehabt und dann wurde es hier oben so langsam eng. Wir sind hier nochmal tief dynamisch runtergelaufen aus diesem Bereich oder in diesen Bereich hinein und haben dann hier einen starken Move nach unten gesehen. Das hatte ich beim letzten Mal auch gesagt. Hier oben wurde immer wieder abverkauft. Der Markt ist jetzt deutlich tief nach unten gelaufen, hat sozusagen diesen Trend hier definitiv gebrochen. Jetzt hat sich hier untergeordnet wieder eine leichte Aufwärtsdynamik gebracht, aber auch hier steht der Markt wieder an der 20er Durchschnittslinie. Die 20er Durchschnittslinie dreht ja auch leicht nach unten. Prallen wir hier auch wieder davon ab, dann haben wir, und das wird Ihnen jetzt vielleicht wie ein Déjà-vu vorkommen, das gleiche Bild wie das, was ich Ihnen gerade im S&P 500 eingezeichnet habe. Prallt der Markt ab, könnte es die Gefahr geben, dass wir hier unter entsprechend die 50er-Tage-Linie laufen. Wir haben sie ja schon mal getestet und der Markt dann hier einen Abwärtstrend bildet. Das könnte passieren. Das heißt auch hier, die Stimmung ist etwas getrübt. Wir haben hier eher einen abwärtsgerichteten Markt, auch wenn es kurzfristig immer mal wieder aufwärts gibt. Das heißt auch hier, bitte immer im Hinterkopf behalten, am Zeithorizont, den Sie traden, kurzfristig oder eher mittelfristig, was der Markt hier macht. Momentan haben wir hier noch keinen richtigen Trend. Wir haben nur den Aufwärtstrend gebrochen. Was sich jetzt hier ergibt, wird man sehen. Es kann auch sein, dass der Markt sagt, okay, das hier war nur eine kleine Korrektur. Das 50er hat gehalten. Wir gehen jetzt hier nochmal kurz runter und danach wieder hochzugehen. Kann auch passieren. Deswegen ist das jetzt so die Situation, weder Fleisch noch Fisch, ist ein bisschen vorsichtig zu behalten. Aber das Bild hat sich seit dem Bruch dieses Aufwärtstrends deutlich eingetrübt. Und wir müssen mal schauen, wie es hier an dieser Stelle auch weitergeht. So, schaue ich mal in den Chart hinein. Ich sehe jetzt im Chat keine weiteren Fragen hierzu. Heißt also vom Prinzip, ich würde gerne dann direkt in den edukativen Part auch mitgehen. Den zeichne ich wieder separat aus. Aus diesem Grund werde ich mal kurz die Aufnahme stoppen. Im Facebook bleibt alles am Laufen und dann beginne ich mit dem edukativen Teil hier an dieser Stelle.